Die nächstschnellste bisher war Caroline Schlung, die wir hier sehen, also auf der Bahn 4. Aber was macht Rosina Schneider, TV Sulz, die so stark war, auch im Vorlauf? Also es wird ein spannendes Rennen, dieses 200 Meter A-Finale. Und Rosina Schulz, die da, Schneider, die da direkt Boden gut macht auf Line Schröder auf der Bahn 6. Wann kommt Caroline Schlung? Kann sie da mithalten? Rosina Schneider bärenstark unterwegs. Jetzt schon Ausgangs der Kurve. Das ist ein so deutlicher Vorsprung von Rosina Schneider. Kommt denn Line Schröder noch mal ran? Ich glaube nicht. Nein, sie kommt nicht ran. Rosina Schneider, doppeldeutsche Meisterin in diesem Jahr. Nicht nur über die 60 Hürden, sondern auch über die 200 Meter.